Hallo zusammen zum Dienstagsvideo über lesbische Themen. Mit mir, Cassandra. Und für den Dienstagspart Kanal oder Channel The Nosy Rosie. So, ich wollte nochmal ganz kurz auf das Thema, ist Homosexualität heilbar, eine Krankheit oder wie auch immer das jetzt geschimpft wird, mal eben einen Kommentar vorlesen. Das ist von Borstenhörnchen. Ich lese das mal eben vor und damit das mit dem Ton auch bleibt, schiebe ich euch ein bisschen so hier rum, so blub blub. Sie schreibt, es ist nachweislich eine hormonelle Sache, also Östrogene und Testosterone, die bei der Geburt schon abgeschlossen und entschieden ist. Schwul oder lesbisch werden geht nicht, man ist es. Die Aufteilung der Hormone entscheidet, ob homo, bi oder hetero. Selbst bei lesbischen Menschen entscheiden beide Hormone über den Körperbau und Verhalten, ebenso bei schwulen Menschen. Jeder kommt auf die Welt, wie Gott es beabsichtigt hat. Also, Dankeschön, liebes Borstenhörnchen. Das ist ja mal ein richtig krasser, toller Name. Also, ja, also das habe ich auch schon des Öfteren mal gehört. Ich schiebe euch mal wieder so. Ist ein bisschen schwierig mit der Cam. Seht ihr mich? Egal, ansonsten ist es halt ein Wackeli-Wackeli-Video. Okay, ich bin total übermüdet, entschuldigt. Deswegen bin ich wohl auch so witzig oder auch nicht witzig, keine Ahnung. Ja, also auch im Tierreich gibt es das, dass da halt irgendwelche Tierchen geboren werden. Zum Beispiel habe ich einen Bericht über Ratten gelesen und auch über Hunde, die dann so, also auch diese homosexuellen Anzeichen gezeigt haben, also die absolut kein Interesse am anderen Geschlecht hatten, sondern eher am eigenen Geschlecht. Und das beste Beispiel ist eigentlich meine Mutti, ne, die hat einen riesen Garten und hat ein paar Enten da drinne. Und die hat auch zwei Erpel, also männliche Enten. Und die zwei, die interessieren sich null für die Weibchen. Und meine Mutter ist ganz schön enttäuscht, weil eigentlich sollte ja mal so ein bisschen Brühzeit und Nachwuchs und sowas alles, ne? Nix da, gar nix. Nee, die beiden, die glucken nur aufeinander, kuscheln und ach, ganz süß. Ist echt schon süß. Also ich muss ein Video drüber machen, denke ich mal, und einstellen, weil es süß ist einfach. Naja, und deswegen kommt mir der Beitrag von hier Borstenhörnchen dann auch sehr gelegen. Ja, und ich für mich persönlich habe einfach entschieden, dass ich einfach glücklich damit bin, dass ich lesbisch bin. Und es ist für mich völlig in Ordnung und ich mache auch gerne mit bei The Nosy Rosie, um solche Themen zu besprechen oder Meinungen dazu zu sagen. Ja, dann wollte ich noch kurz einen Einwurf machen. 100% lesbisch? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also ich kann nur von mir sprechen und nie für jemand anders. Ich hoffe, dass das in meinen Videos nicht mal irgendwann fehlverstanden wird. Also ich für meinen Teil empfinde mich jetzt im Augenblick für 100% lesbisch, weil ich mir im Moment einfach nicht vorstellen kann, eine Beziehung zu einem Mann aufzubauen oder mich zu verlieben. Also ich gucke immer noch Frauen hinterher und interessiere mich für Frauen und ich gehe auch aufs Schwoß und auch zum CSD nach Köln und eigentlich will ich auch mal Hamburg und ja. Und deswegen denke ich für mich 100% lesbisch. Ich bin damit zufrieden, ich bin damit glücklich. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich kann ja nur von der Momentaufnahme, von dem jetzt hier, was ich jetzt fühle, was ich jetzt denke, ausgehen. Und nicht das, was in 10 oder in 20 Jahren vielleicht ist. Das weiß ich ja alles nicht. Die Zukunft wird ja erst noch, die kommt ja erst noch. Ich kann ja nicht sagen, dass ich vielleicht bi bin, weil in der Zukunft könnte ich mir vorstellen, mit einem Mann zu schlafen. Gut, ich kann es mir nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, nochmal mit einem Mann zu schlafen, wirklich nicht. Und deswegen würde ich mich als 100%ig lesbisch sagen. Ja, und wenn man jetzt in dem Video mal das Wort lesbisch zählt, wird bestimmt witzig, ey. Okay, das war's dann auch schon.
Ich verabschiede mich einfach mal ganz lieb und nett und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag mit viel Liebe und mit viel Glück. Ich hatte heute auch Glück, ich habe heute 10 Euro gewonnen. 10 Euro. Ja, ich wünschte, es wäre eine Million, aber kommt noch, kommt noch. So, nein, also ich verabschiede mich von euch. Ich danke euch für eure Kommentare, ich danke euch für eure E-Mails. See you!